Herzlich willkommen zurück an der Wunderbar. Mein Gast heute beim Talk an der Wunderbar ist der Janis Moser, Hockeyspieler beim EHC Biel, wo wir auch schon mal hier live im Käsebrot Wein haben dürfen und jetzt können weiter talken und vor allem auch über das Glück. Wir haben ja gestartet mit der Aktion 7 Wochen für mein Glück. Wir werden heute über Glück reden. Zuerst aber Hockey, Corona-Zeit, du kommst gerade vom Training. Wie ist es gelaufen im Training? Ja, es ist gut gelaufen. Ich glaube, allgemein ist die Situation etwas speziell. Aber jetzt ist es doch schon ein Zeitchen, wo wir in dieser Situation leben. Und wo man sich doch schon eine Zeit hatte, um sich daran zu gewöhnen. Ja. Und mir geht es aber ein bisschen komisch, wenn sie sich in den Filmen die Hand geben und so. Wie ist es für dich, wenn du Bilder siehst von früher, wo man tatsächlich noch lebende Zuschauer im Stadion hatte? Ja, es ist eben sehr speziell, wenn man ab und zu Videos sieht von Matchen mit ganz vielen Zuschauern und wenn man plötzlich verknüpft, okay, normalerweise wäre es so oder so war es mal gewesen. Das ist so, dass man das schon fast wie vergessen hat und einfach, ja, sich daran gewöhnt hat, dass jetzt halt wie eine neue Normalität herrscht. Ja. Ja, wir hoffen alle, dass das nicht mehr allzu lange so geht, aber im Moment ist es halt einfach so. Ja, das Thema Glück. Du bist einer der Glücklichsten, wenn man deine Karriere anschauen. Du bist bis letztes Jahr jetzt geheißen, von den Top-Youngster, der beste Youngster. Und jetzt plötzlich heisst es schon, ja, das ist von den wertvollsten Schweizer Spielern, die wir hier haben. Macht das glücklich? Ja und nein. Ich glaube, eben, es ist sicher cool, wenn man solche Komplimente bekommt. Aber ich glaube, Es macht nicht per se glücklich. Ich glaube, es sind mehr die kleinen Momente, wo einem das Glück machen. Nicht, wenn man irgendwie verglichen wird oder von irgendwelchen Journalisten bewertet wird oder in höheren Tönen gelobt werden. Ich glaube, Glück kommt mehr von innen. Ja. Kommt mehr von innen, wie du damit umgehst. Wie du im Alltag die ganzen Erlebnisse aufnimmst und die Erfahrungen kannst wertschätzen. Ja, auch gleich. Also, kannst du mir jetzt nicht angeben, wenn du den Goldhelm anhast und einlaufst. Gut, halt nicht mit so vielen Zuschauern im Moment, aber gibt schon irgendwie ein Glücksgefühl, oder nicht? Ja, es gibt ein Glücksgefühl, aber das Glücksgefühl ist sehr kurzfristig. Wenn du plötzlich den Topscore-Helm nicht mehr hast, bist du dann unglücklich. Genau, das war nämlich meine Folgefrage. Wie ist es denn, wenn du jetzt den Helm wieder abgegeben hast, bist du dann irgendwie ein weniger guter oder weniger glücklicher Spieler vor allem? Nein, das glaube ich nicht. Oder ich habe das Gefühl, es ist wichtig, dass das Glück nicht von dem abhängt. Yeah. Ich glaube, es ist wichtig, dass man eben ein Glück erleben kann, wo nicht so vom reinen Erfolg abhängt, sondern dass man einfach glücklich eben kann sein mit dem, was man hat. Dass man immer noch gleich Hockey spielen kann, dass man das machen kann, was man am liebsten macht. Und ob man jetzt da einen Punkt weniger oder einen Punkt mehr hat, sollte nicht der ausschlaggebende Faktor für das Glück sein. Ja, als ich dich kennenlernen durfte, als wir das erste Mal zusammen talkten haben, habe ich dir nachher natürlich auch mein Glücksbuch geschenkt. Und mit dem sind wir jetzt in dieser Kampagne, der Aktion unterwegs. Wir haben so den ersten Bereich die Woche gelesen. Was verstehen wir überhaupt unter Glück? Ich hoffe, ihr habt schon über das nachgedacht, was für euch Glück ist. Du hast mir schon dann nachher geschrieben, hey, ist ein cooles Buch, kannst stolz sein drauf, das hat mir natürlich gut getan. Jetzt hast du gerade vorhin eigentlich das schönste Kompliment gemacht. Hast mir gesagt, wenn du ein Buch würdest schreiben über das Glück, würde auch etwa das drinnen stehen. Kannst du einfach, was mir gut tut und die Leute dürfen es auch hören, was hat dir denn gefallen, diesem Buch? Ja, es ist eigentlich ganz speziell gewesen, weil ich eben schon wie meine Ideen in meinem Kopf ein bisschen hatte. Yeah. Und dann lese ich ein Buch, wo eigentlich praktisch alle meine Ideen fast eins zu eins bestätigt. Und das war ja ein sehr, sehr spezielles Erlebnis gewesen. Und ich habe mir auch schon überlegt, irgendwann in meinem Leben vielleicht ein Buch zu schreiben. Und dann, als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, ja, weiss nicht, vielleicht ist es gleich nicht so wichtig, ein Buch zu schreiben, weil das, was ich geschrieben habe, existiert eigentlich schon. Und das war eigentlich ja, ein sehr spezielles Erlebnis, um alle Gedanken oder Ideen, die in meinem Kopf sind, dass die jemand anders auch schon hatte und jemand anders so gut und auf den Punkt
gebracht hat, können aufschreiben. Sehr cool. Ich habe jetzt eine Idee. Wir könnten ja den Leuten versprechen, dass, weißt, wir fragen viel, schreibst du wieder mal eins? Wir könnten ja mal zusammen eins schreiben, irgendein in paar Jahren. Ja, so. Ja, könnte man sich machen. Ja, wäre spannend. Ja, du hast schon gesagt, Glück ist etwas, wo ich von innen kommt und nicht unbedingt mit einem Goldhelm zu tun hat, mit der Karriere, die funktioniert. Oder wenn man eben verletzt ist, wäre man dann plötzlich nicht mehr glücklich. Oder wie ist das? Was würdest du sagen? Was ist für dich Glück? Also für mich ist Glück einfach dann, ja, wenn du wie unabhängig bist, wenn du das kannst machen, wo dir Spass macht, wenn du das kannst machen, wo dir gewisse Masse Befriedigung gibt, wo du einfach nachher einen Frieden hast. Und ja, ich habe das Gefühl, es hat auch viel mit Dankbarkeit zu tun. Wenn du einfach kannst völlig zufrieden sein mit dem, was du hast, das ist, glaube ich, ja, ein Riesenglück, wenn du in der Lage bist, um das so, ja, herzunehmen. Wir haben im Buch in der ersten Woche steht die Glücksformel drin. Jetzt ist schon länger her, als du es gelesen hast, hast du noch eine Idee von der Glücksformel, die nicht jetzt von mir ist, aber von der positiven Psychologie herausgefunden worden ist? Nein, das, was mir gut im meisten Sinn ist geblieben, ist einfach das Windrad. Ja. Ich weiß nicht, ob das genau das ist oder ob ich da etwas verwechseln. Nein, genau. Ich habe mit der Glücksformel, die eigentlich heisst, dass etwa die Hälfte von unserem Glück ist vererbt, ist von den Genen. Und nur 10% sind von den Lebensumständen, von unseren Finanzen, von der Karriere abhängig und 40% haben mit unseren Einstellungen zu tun. Und genau aus dem heraus habe ich nachher das Windrad auch gemacht. Das Windrad ist von mir und die Formel, das ist von der Forschung, ja, von der Glücksforschung, genau. Ja. Was hat dich im Windrad angesprochen? Einfach zum die ganzen Ideen, die ja, ab und zu doch recht schwierig sind, zum wirklich zu verstehen, dass man einfach so wie ein Hilfsmittel hat, um das ein bisschen, ja, ein bisschen vereinfacht und ein bisschen simpler darstellen und dass man ja, eine bessere Vorstellung davon bekommt. Ja. Und alle, die mehr wissen wollen über das Windrad, das wird morgen im Impuls vom Steff, also von mir, würde ich das weitergeben und noch ein bisschen das Windrad erklären. Ja, was hilft dir, glücklich zu bleiben, auch dann, wenn es vielleicht nicht so läuft? Was hast du so vielleicht den Top-5-Liste von Glücksaktivitäten? Also mir hilft es einfach extrem, das habe ich ja schon ein paar Mal an anderen Orten gesagt, eben zu wissen, dass jemand da ist, zu wissen, dass Gott da ist und immer an deiner Seite ist. Und eben auch wenn es schwierige Situationen gibt, dass alles einen Sinn hat, dass er für dich einen Plan hat. Und das er das Gute für dich will. Ja. Und das ist einfach das, wenn ich weiss, ja, wieso ist es so, und wenn mir etwas anschießt, ist doch mühsam, dann weiss ich, mal, irgendwann verstehe ich das schon, was das mir hat gebracht oder wie das mir weitergebracht hat, um am Schluss, ja, mich so zu formen, dass ich das Leben kann haben, wo mir dann auch Glück und tiefe Freude bringt, ja. Du hast selber vorhin noch den Begriff Frieden ins Spiel gebracht. Das ist auch Teil des Buches. Das ist der Shalom, der eben viel mehr meint als der Frieden, den wir hier kennen. Ist das so das, was du jetzt gerade beschrieben hast? Ist das für dich auch der Frieden? Ja, ich glaube eben, der Frieden in dir innen, der tiefe Frieden, ist etwas, also ein grosser Teil vom Glück. Hey, Janis, merci viel mal. Ich wünsche dir wirklich noch allen Erfolg. Wäre schade, wenn du schon nicht mehr bei Biel würdest spielen, weil wir Biel-Fans sind hier und weil es so möglich ist, dass wir uns zwischen mal sehen können. Aber alles Gute, viel Glück im Sinne von Glück, wie wir jetzt gerade darüber geredet haben. Und euch auch ganz eine gute Zeit. Bleibt glücklich, bleibt hoffnungsvoll und bis gleich. Tschüss zusammen.